So, ich möchte euch heute mal einen Staubsauger zeigen. Und zwar ist das der von Broxon. Der ist also speziell für die Werkstatt konstruiert. Und das Besondere ist, dass der hier eine Steckdose hat. Und in die Steckdose kann man ein Gerät bis zu 2000 Watt Leistungsaufnahme anschließen. Und wenn man dann beide Schalter nach oben macht, also auf 1, dann schaltet der Staubsauger automatisch ein, wenn das Gerät, also das dann hier reingesteckt ist, angeschaltet wird. Man kann mit dem Staubsauger auch Feuchtigkeit, also Flüssigkeiten aufsaugen, allerdings keine brennbaren, das ist zu gefährlich. Hier ist jetzt ein Papierfilter drin, den müsste man dann rausnehmen, falls man also Flüssigkeiten saugen wollte. Aber so viel Staub kann man den Papierfilter ruhig reinmachen. Man muss den auch nicht unbedingt nehmen. Wer also da Geld sparen will, kann auch einfach nur diesen Stofffilter reinsetzen, den kann man mit Wasser ausspülen und dann wie ein Wäschestück einfach trocknen lassen. Und hier ist dann auch noch mal ein zusätzlicher Staubfilter dran, den kann man auch gut ausbürsten. Also solche Staubsauger hatte ich schon. Das geht also ganz wunderbar. So, dann kann man das, setzt man das einfach drauf. Der ist ja übrigens von Proxon. Ihr kennt ja vielleicht Proxon, das ist eine Firma, die qualitativ hochwertige Geräte für Hobby, Modellbauer und so weiter herstellt. Also ich habe ziemlich viel von Proxon, weil mir die Geräte, also das sind natürlich, das sind keine Profi-Werkzeuge in dem Sinne jetzt, weil, aber sie sind bezahlbar und sie sind halt sie haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, finde ich. Also billig sind sie nicht, aber sie sind wirklich präzise gebaut und sie funktionieren gut. Und man kann sich eigentlich immer drauf verlassen. So. Jetzt hier mal ein ganz einfacher Funktionstest. Hier habe ich meine kleine Stichsäge. Also hier macht das jetzt eigentlich gar keinen Sinn. Ich will nur demonstrieren, was passiert, wenn ich also den Stecker von der Stichsäge da reinstecke. Das ist mit einer Hand ein bisschen doof. So, jetzt schalte ich den hier ein, erstmal auf Automatik. Und dann schalte ich den linken ein, das ist sozusagen der Hauptschalter. So, dann passiert jetzt nämlich gar nichts. Erst wenn ich das Gerät anschalte. Dann läuft es nach 5 Sekunden, geht der Staubsauger automatisch auch aus. So, und jetzt mache ich gleich mal ein. Test, wie laut das Ding ist. Soll eigentlich nur 75 dB haben, kommt mir aber irgendwie lauter vor. Also das war jetzt deutlich lauter, also das war jetzt bei 87, konnte man ja sehen. Das ist also, stimmt nicht so mit den Angaben überein. Die Saugleistung ist ganz gut, sagen wir mal. Also verglichen mit dem Kärcher Industriestaubsauger, den ich vorher hatte, ist sie etwas schwächer. Also spürbar schwächer. Aber für die Werkstatt völlig okay. Also ich habe schon. Also so kleine Metallstücke, die saugt da problemlos auch auf. Es gibt einige zusätzliche Düsen noch.
so eine Runddüse mit Bürsten, so eine übliche, so eine schmale Düse hier. Und dann sind noch Filtertüten mit dabei, insgesamt 6. Eine ist eingebaut. Und das Besondere hier, dieses Ding, das ist aus Gummi. Und da kann man, wenn man den Schlauch auf der anderen Seite reinsteckt, also jetzt ist er hier zum Saugen, und wenn ich ihn da reinstecke, ist er zum Pusten. Und dann kann ich nämlich die Tülle noch draufsetzen auf den Schlauch. Der ist übrigens 3,5 Meter lang, ist ziemlich lang. Und dann kann ich damit den Schlauch sogar hier in Schraubstock spannen mit dieser Halterung. Und dann zum Beispiel permanent die Späne wegblasen. Und dieses Gummiteil ist der Adapter, der an ein Gerät kommt, was für die Staubabsaugung gedacht ist, nämlich hier zum Beispiel die Bandsäge. Das Licht ein bisschen. Ups, da fliegt die Schutzbrille. Oder zum Beispiel an der Kreissäge. Weiß ich jetzt nicht, an der Kreissäge. Aber auf jeden Fall hier auch an der Stichsäge hier hinten. Da ist auch so ein Stutzen. Da kann man also den Staub dann sehr komfortabel mit absaugen. Hier an der Bandschleifmaschine ist zum Beispiel auch ein Stutzen. Da müsste ich mal probieren, ob der... Da brauche ich wahrscheinlich den Adapter gar nicht. Der passt da so direkt rein, schätze ich mal. So, ja, also für die Werkstatt ganz okay. Ist etwas zu laut, finde ich. Das finde ich, also empfinde ich als Nachteil. Weil wenn man jetzt was damit arbeitet und das läuft permanent, dann ist das echt, ist das ganz schön laut. Ich dachte erst, ich hätte irgendwas nicht richtig angeschlossen und der würde irgendwie verstopft sein oder so, aber ist halt so. Naja, man kann ihn noch dämmen, man könnte eine Decke drüber werfen. Das habe ich jetzt übrigens bei dem Kompressor, den habe ich, der stand ja da in der Ecke, den habe ich jetzt also vor die Tür, war mir zu laut. Da habe ich dann experimentiert mit einer Decke, eine dicke Decke, einfach mehrfach gefaltet drüber gelegt. Dann ist der Geräuschpegel also ist der auf unter 80 runtergegangen von 95 oder von, was hatten wir zuletzt, von 91. Also das ist eine spürbare Verbesserung geworden. Naja, ja, was kostet der? Der ist nicht billig. Also der kostet so 150 Euro circa. Aber ein gutes Teil, denke ich mal, weil man kann halt auch Flüssigkeiten aufsaugen. Was steht denn hier? 1100 Watt. Ja. Okay.